Ja. Zimmer, Schäbel. Rate mal, wer aus dem Haus geflogen ist. Au, 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 Frank, au! Was willst du hier, Alan? Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht wohin. Dann habe ich Neuigkeiten für dich. Du weißt es immer noch nicht. Ach komm schon, Charlie. Alan, dir habe ich's zu verdanken, dass ich hier bin. Ich weiß, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übertrieben? Du hast deine Freundin ohne Vorwarnung bei mir einziehen lassen. Du hast Fremde zu mir eingeladen, ohne mich zu fragen. Und dann erscheinst du hier, als wäre das Maß noch nicht voll mit deinem bescheuerten, hässlichen Kasper? Hast du das gehört? Er findet dich hässlich. Leb wohl, Alan. Warte. Ich habe hier ein Friedensangebot für dich. Das ist mein 10 Jahre alter Scotch. Ist es nicht? Doch, ist es. Er hat ihn dir geklaut. Verdammt, Danny, was stimmt denn nicht mit dir? Was mit mir nicht stimmt? Wer hat denn hier die Pfote in meiner hölzernen Arschfalte? Oh, okay, genug. Wenn ich Scotch trinken soll, dann brauche ich Eis. Das gibt's den Gang runter. Kommt sofort. Na, als hätte ich kein Eis. Danke fürs Reinlassen. Du hast laut vor der Tür geheult. Die anderen Gäste haben sich beschwert. Trotzdem sehr freundlich von dir. Halt die Klappe und trink meinen Scotch. Cheers. Leck mich. Irgendwie witzig. Wir zwei im Hotelzimmer wie früher als Kinder. Toll. Weißt du noch, wie Mom uns auf eine Karibik-Kreuzfahrt mitgenommen hat? Wir hatten eine eigene Kabine. Ja. Wir haben erst nach 3 Tagen gemerkt, dass Mom auf einem anderen Schiff war. Das war schön. Wir haben unser Haus verloren, Charlie. Dein Haus verloren. Ich weiß. Wie konnte das passieren? Langsam. Scheibchenweise. Es fing mit der Butter an. Das weiß ich jetzt auch. Das Problem ist, die Frauen halten die Stellung, Bruder. Was? Ach, das erinnert mich nur daran, warum ich ein Haus in Malibu gekauft habe. Die Sache ist die, wenn wir wieder zurückgehen, zeigen wir Schwäche. Mir egal. Nein, wir brauchen einen Plan. Wir müssen rausfinden, wie wir einen Keil zwischen die beiden treiben können. Du weißt schon, Teile und Herrsche. Ja, aber wie? Weiß noch nicht. Schlafen wir mal drüber. Wollen wir noch ein Porno gucken? Nein! Warum nicht? Ich liege betrunken in einem Hotelzimmer mit meinem Bruder im Bett und du fragst, wieso ich kein Porno angucken will? Okay, verstehe schon. Du willst dir keinen Porno angucken. Darf ich mir einen angucken?